Hi, das hier ist Storyteller. Neue Folge, neues Glück, Kapitel 6, Herrenhaus, mit dem ersten Titel Mord. Des Butlers Zorn ist die heutige Geschichte, die wir wieder nachstellen müssen. Und ich habe hier einmal ein Szenario mit Waffe, eins mit Ballsaal, den Butler, Herzog und die Herzogin. Und wir müssen jetzt also den Zorn irgendwie darstellen. Wahrscheinlich wird es eine Liebesgeschichte sein. Also werden wir erstmal den Ballsaal hier hinlegen und werden dann hier den Butler vielleicht hinstellen und dann möglicherweise die Herzogin. Aber die Herzogin möchte gerne einen anderen Drink. Das bedeutet vielleicht, dass wir dann nochmal den Ballsaal machen, ne? Und dann beim zweiten Mal wieder einen anderen Drink haben wollen. Okay, das heißt, die Herzogin möchte immer was anderes trinken. Schauen wir mal, was der Herzog möchte. Oh, bei ihm ist es genau das Gleiche. Okay, das heißt, wenn wir das jetzt noch einmal machen würden, ne? Dann könnten wir... Oh, schon wieder einen anderen Drink möchte er haben. Also, er wird eigentlich nur geärgert von der Herzogin und von dem Herzog. Deswegen wird er wahrscheinlich beim dritten Mal genervt sein. Und dann statt also den neuen Drink zu holen, wird er wahrscheinlich... Oh, okay, die Waffe holen. Alles klar. Dann würde ich sagen, dass er wahrscheinlich schon beim ersten Mal sehr genervt ist. Deswegen holt er sich beim zweiten Mal die Waffe. Und beim dritten Mal erschießt er einfach den Herzog mit der Waffe. Tada! Aber das ist nicht unbedingt korrekt. Die Herzogin auch nicht. Aber wie machen wir das? Also er muss ja erstmal geärgert werden. Oder holt er direkt am Anfang die Waffe? Vielleicht erst die Waffe? Dann hat er beim zweiten Mal... Was passiert, wenn wir im Ballsaal die Herzogin und den Herzog miteinander hinlegen? Nee, die lächeln sich dann einfach nur an. Aber ich muss es hinbekommen, dass er vielleicht... Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht muss er einfach nur beide erschießen. Oh, okay. Oh, okay, alles klar. Des Butlers Zorn ist relativ simpel. Er hat einfach beide umgebracht. Also es hat gar nichts mit Cocktails zu tun. Er bringt einfach direkt um. Okay, das war die Geschichte. Alles klar. Deswegen heißt der Titel von dieser Geschichte auch einfach nur Mord. Und der nächste Titel ist noch besser. Er heißt einfach Waffe. Okay, schauen wir mal. Herzog spürt Erleichterung. Okay, wir haben wieder Waffe. Das heißt also, wir haben hier die Waffe und er denkt schon an den Herzog in der ersten Story. Okay, oh, Herzog spürt Erleichterung. Ich glaube, der Herzog wird keine Erleichterung spüren, wenn die Waffe weg ist. Das bedeutet also, er muss also im ersten Bild direkt die Waffe haben. Dann, beim zweiten Bild, holt der Butler sich die Waffe. Dann aber ist der Herzog wieder da und hat keine Waffe. Okay, nee, ich weiß, wie es ist. Also, erst ist die Waffe da, dann ist die Waffe weg. Und dann aber ist die Waffe wieder da. Der Herzog spürt Erleichterung. Er muss sich ja erstmal erschrecken. Nee, das heißt also hier, wir nehmen die Waffe als erstes erstmal weg. So, das heißt, die Waffe ist erstmal weg. Und dann aber kommt er wieder, legt die Waffe wieder hin. Dann liegt die Waffe wieder da. Und dann wird er Erleichterung spüren. Okay, easy going. Leichte Geschichte, sehr leicht. Fingerabdrücke ist das nächste. Detektiv verhaftet Mörder. Also wir brauchen erstmal einen Mord. Das bedeutet also, für einen Mord benötigt erstmal der Butler eine Waffe. Dann einfach im nächsten Take würde ich den Herzog erstmal lässig erschießen lassen. Dann haben wir im Ballsaal einen Detektiv, der sich fragt, wo der tote Herzog ist. Und er ist direkt neben ihm. Aber ich glaube, er kann ihn nicht so richtig identifizieren. Also lassen wir ihn erstmal was anderes machen. Und zwar lassen wir den Detektiv erstmal herausfinden, dass die Waffe fehlt. Dann stellen wir den Detektiv in den Ballsaal. Und dann können wir da nochmal den Herzog hinstellen. Nee, okay. Vielleicht doch eher den Butler hinpacken. Der Detektiv, okay, check, da ist der Butler. Und der Butler hat sogar eine Waffe hinter seinem Rücken. Was ist jetzt im nächsten Bild? Vielleicht jetzt den Geist? Nee. Oh, er muss eins und eins zusammenzählen. Warte mal, das bedeutet, wir müssen das hier nach hinten packen. Und erstmal trifft er den Butler. Dann bemerkt er, okay, die Waffe ist weg. Nee, er muss erst bemerken, dass die Waffe weg ist. Dann sieht er den Butler. Und dann bemerkt er, dass der Herzog tot ist. Nee, der versteckt sofort seine Waffe. Vielleicht, was passiert, wenn der Detektiv als erstes die Waffe sieht? Dann passiert eigentlich gar nichts. Okay, vielleicht müssen wir erstmal den Detektiv mit dem Butler gemeinsam unterhalten lassen. Aber der Detektiv will nichts trinken. Dann aber, holt er sich hier die Waffe. Er schießt den Typ. Der Detektiv findet das komisch. Vielleicht muss aber der Detektiv erst sehen, dass der Herzog tot ist. So, er sieht, er ist tot. Dann sieht er seine Waffe. Und was ist dann? Der Detektiv muss noch sehen, dass die Waffe verschwunden ist.
ich bin mir nicht ganz sicher, ob das erste Bild wirklich richtig ist. Weil der will da einfach nur Wein trinken, so. Was passiert, wenn der Herzog vielleicht am Anfang noch mit den Detektiven spricht und seine Bedenken vielleicht äußert? Oh ja, das könnte vielleicht gut sein. Was passiert, wenn wir vielleicht den Herzog ohne die Waffe, das heißt erst im Ballsaal, den Herzog mit dem Butler treffen lassen? Wird er dann dem Detektiven was anderes erzählen? Nein. Okay, jetzt haben wir zweimal den Herzog mit dem Detektiv. Nee. Detektiv verhaftet Mörder. Er muss ja erstmal herausfinden, dass er ein Mörder ist. Aber er versteckt seine Waffe andauernd. Okay, lass mal nochmal neu probieren. Oh, warte mal. Die Waffe ist noch da. Dann im nächsten Take ist die Waffe weg. Dann im nächsten Take ist die Waffe weg und der Detektiv bemerkt es. Und dann, nachdem die Waffe weg ist, bemerkt der Detektiv, dass der Butler eine Waffe hat. Oder vielleicht kann man das hier auch drehen. Dann aber passiert es, dass der Herzog erschossen wird vom Butler. Und dann aber sieht der Detektiv den Butler. Mist. Kann man den Butler... Oh! Der Butler kann auch die Waffe wieder hinlegen. Das heißt, man kann also Spurensicherung machen. Hier holt er sich die Waffe. Vielleicht kann man hier als erstes das machen. Dann das. Dann erschießt er den Herzog. Dann legt er die Waffe wieder zurück. Dann bemerkt der Detektiv... Aha! Da ist ein Fingerabdruck auf der Waffe. Da ist ein Fingerabdruck auf der Waffe. Und dann kann er im Ballsaal das nächste Mal den Butler verhaften. Okay. Das heißt, das Rätsels Lösung war, dass der Killer tatsächlich die Waffe wieder zurücklegen kann. Und so haben wir das Rätsel gelöst. Sehr nice. Das war schon ein bisschen schwierig. Ach, Fingerabdrücke. Ich bin so dumm. Ich hätte den Titel noch lesen sollen. So, Unschuld. Okay, irgendjemand ist hier unschuldig. Detektiv verhaftet Unschuldigen. Können wir eigentlich auch der Herzogin die Waffe geben? Nö. Die Herzogin nimmt die Waffe nicht. Detektiv schaut da nur drauf. Der Herzog liebt die Waffe. Und der Butler, er liebt die Waffe auch. Okay. Das heißt, es gibt dann hier wieder den Ballsaal. Und jetzt müssen wir erstmal jemanden erschießen lassen. Das heißt, wir können mal wieder einen Butler nehmen und vielleicht diesmal die Herzogin erschießen. Dann aber haben wir die Situation, dass die Herzogin da ist als Tote. Aber der Detektiv nimmt es nicht als Dings. Okay, was passiert, wenn wir jetzt wieder die Waffe zurücklegen als Butler? Dann aber die Waffe wird vom Detektiv wieder gesehen. Oh, okay, ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Jetzt müssen wir die Waffe vom Herzog nochmal anfassen lassen. Weil der fasst die ja an. Also, erst der Butler, der erschießt, legt wieder zurück. Der Herzog kommt da wieder zurück, weil er seine Waffe immer so gerne streichelt. Dann sind seine Fingerabdrücke drauf. Und damit haben wir dann einen Unschuldigen, der im Ballsaal eigentlich vom guten alten Detektiv verhaftet werden muss. Hoho, okay, das ging jetzt deutlich schneller und war auf jeden Fall ein sehr nices Rätsel. Und damit haben wir Kapitel 6, das Herrenhaus, schon geschafft. Machen wir weiter bei Kronenintrige. Rivalen ist das erste Level mit 4 Todesfällen. 4 Todesfällen? Oh nein, es gibt hier wieder eine Klippe. Okay, schauen wir mal, was hier abgeht. Also wir haben hier einen Ritter und wir haben einen Baron. Okay, der Baron schmeißt gerne den Ritter runter. Und da wir 4 Todesfälle hier machen müssen, ne, müssen wir uns auch irgendwie herausfinden, wie wir das hier machen wollen. Also wir können dann den Ritter hier eigentlich wiederbeleben lassen. Ne? Und dann können wir ihn vielleicht nochmal runterschmeißen. Und dann vielleicht nochmal wiederbeleben. Und dann nochmal runterschmeißen. Okay, damit ist er jetzt schon 3-mal gestorben. Aber wie kriegen wir denn 4 Todesfälle hin? Können wir den Baron selber auch nochmal runterwerfen? Nö. Oh, das ist gar nicht so einfach. Wie kriegt man denn hier 4 Todesfälle hin? Mit, also wiederbeleben? Oh, ich weiß wie. Indem wir hier am Ende den Geist nehmen, den schubst. Tada! Okay, nice, nice, nice. Nur mit 2 Personen 4 Todesfälle hinzubekommen? Easy. Rettung. Machen wir weiter. Die Königin heiratet. Okay, es muss irgendwas mit einer Rettung zu tun haben. Wir haben Szenario heiraten und Szenario entführen. Okay? Die Königin heiratet. Die Rettung. Also ich würde sagen, die Königin heiratet wahrscheinlich den Baron. Nee, den Ritter. Nee, die heiratet keinen von denen. Sie liebt nur sich selber. Die Königin heiratet. Entführen. Wahrscheinlich muss sie sich erstmal in einen von den beiden verlieben. Das bedeutet also, Hochzeit ist wahrscheinlich am Ende. Und da gibt's dann einen. Aber damit es interessanter ist, muss sie erstmal entführt werden, ne? Und zwar wird sie vom Ritter entführt. Nee, sie wird vom Baron entführt. Dann kommt aber der Ritter und heilt sie, rettet sie. Und dann kann er sie ganz entspannt heiraten. Okay, das heißt also, der Ritter ist der Gute, der Baron ist der Schlechte. Okay, die Königin hat geheiratet.
Der Thronräuber. Oh nein. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder eine kompliziertere Geschichte. Alle sitzen auf dem Thron. Einfach alle. Okay, es gibt hier also ein neues Szenario Thron. Da können wir die Königin draufsetzen. Wir können aber hier auch den Baron draufsetzen. Nee, können wir nicht. Da fehlt nämlich irgendwas. Die Königin, können wir die da... Was? Worauf schauen die hier? Was ist das? Ach so, okay, ich verstehe. Also, es ist die, wenn wir das hinsetzen, ist hier eigentlich die Krone. Und sie trägt die Krone. Und damit sie also nicht mehr auf dem Thron sitzen kann, muss sie erstmal vom Baron runtergeschubst werden. Dadurch kann dann der Baron, jawohl, erstmal wieder auf dem Thron sitzen. Dann aber schmeißen wir nochmal den Baron mit dem Ritter runter. Das heißt, der Ritter... aber der Ritter ist ein guter. Der schmeißt niemanden runter. Das heißt also, die Königin schmeißt ihn runter. Das bedeutet dann wiederum, dass der... das bedeutet dann wiederum, dass der Ritter diesmal auf dem Thron sitzt. Aber der Ritter ist sehr traurig, weil er ist dann ein einsamer König. Und guck mal, wir haben nicht mal alle Bilder benötigt. Crazy. Damit kommen wir zu unserem vierten Punkt. Verehrer. Und, ich habe es gerade eben gesehen, Leute. Immer, wenn hier so ein Punkt noch dran ist, bedeutet es Double Points. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Königin heiratet zu machen. Okay. Es gibt eine Hochzeit, entführen und verschleiern. Was bedeutet denn verschleiern denn hier? Okay, niemand macht was bei... okay. Der Baron zieht sich in ein Dragon um, also in einen Drachen. Das bedeutet für uns, dass wir da etwas aufpassen müssen. Dann lassen wir ihn wahrscheinlich erstmal verkleiden. Dann ist er als Drache hier drin. Mal gucken, was die Königin macht. Okay, die Königin hat einfach Angst vor ihm, wenn er versucht zu heiraten, ne? Ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Okay, machen wir das wahrscheinlich mit Entführen. Ach so, ich weiß, wie wir es machen. Also, wir haben hier bei Verschleiern ist es erst der Drache, ne? Dann wird sie mal wieder entführt und zwar vom Drachen. Dann aber wird er sich wieder entschleiern. Das heißt, er zieht sich dann wieder aus, kommt dann wieder zum Entführungsding, wird sie retten. Sie denkt aber, das war der Drache. Dann geht's in die Hochzeit und der Baron wird dann die Königin heiraten. Piu, piu, piu. Okay. Und dann die Königin heiratet einen furchterregenden Drachen. Okay, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir eigentlich nur zwei Sachen wechseln. Und zwar muss nämlich erst der Baron sie entführen. Dann verkleidet man sich als dieser Drache. Und dann wird sie den Drachen heiraten. Und am Ende kann er sich wieder ausziehen. Jawohl, okay. Das bedeutet also, damit haben wir auch die Special-Punktzahl bekommen. Und Leute, das war's mit der heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall in der Shop auf aerosol.de vorbei für die coolsten aerosol-T-Shirts und Klamotten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und haut rein, Leute. Ciao!